Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar geht es heute hier um die Nigelnagelneue. Ich mache mal hier den quasi Erlkönig-Tape-Streifen ab, um die Nigelnagelneue EP7, den Nachfolger der EP5, die allerdings so ein bisschen auch ein paar Werte der Pen F mitbringt, was die Kamera kann, was du heute hier dazu erfährst und was ich mit ihr angestellt habe. Alles erzähle ich dir direkt nach dem Intro. Als allererstes freue ich mich, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du dabei bist. Ich hoffe, ich nehme es an, ich bin mir ziemlich sicher, es ist das erste deutschsprachige Video zur neuen Kamera von Olympus, von OM Digital Solutions. Diejenigen, die gesagt haben, ah, von der Marke hört man nie wieder was, hier ist erstmal der erste Gegenbeweis. Und hier reden wir davon noch nicht von der Kamera, die angekündigt worden ist für den kommenden Winter mit dem Wow-Effekt, sondern hier reden wir von einer Kamera, mit der ich persönlich nicht gerechnet habe. Und zwar handelt es sich um die EP7. Es ist also eine Kamera der Pen-Reihe, eine kompakte Kamera der Pen-Reihe. Und was die Kamera so kann und was ich damit gemacht habe, möchte ich dir jetzt hier in den nächsten Minuten erzählen. Ich befinde mich auf Island. Ich bin hier in Quarantäne und ich werde danach mit einer Reisegruppe über Island reisen und habe die Kamera immer dabei gehabt und habe im Prinzip meinen Alltag so ein bisschen damit dokumentiert. Das heißt, ich habe sie mit dem EZ14-42 benutzt, mit dem Kit-Objektiv, was du hier vorne auch dran siehst, und sie für meine Alltagsfotografie benutzt und auch für meine Alltagsvideografie, denn die Kamera kann natürlich Video als auch Foto machen, ist klar, und alles, was du an Content in diesem Video siehst, wo es nicht aus der Luft gefilmt ist und wo du auch nicht mich sprechen siehst, so wie jetzt hier, das ist hiermit gefilmt und auch fotografiert. EP7, was zeichnet die Kamera aus? Also zum einen haben wir einen 20-Megapixel-Sensor in Kombination mit einem TruePic 8-Prozessor. Wir haben hier oben auf der Oberseite das Hauptwahlrad und zwei Einstellräder und gleichzeitig den Einschalter hier oben mit platziert, sodass ich sie sehr schön mit einer Hand bedienen kann, was ich sehr, sehr praktisch finde. Trotzdem gibt es hier hinten eine gute Daumenmulde, sodass ich sie auch sehr gut festhalten kann. Die Kamera hat, wie gesagt, 20 Megapixel, einen TruePic 8-Prozessor, nimmt Video in 4K mit 30 Frames per Second auf. Und sie hat hier vorne etwas, was sie von der Pen F geerbt hat, nämlich so einen kleinen Schalter. Und da kann ich schalten auf Color und Monochrom. Und unter diesem Color Monochrom erreiche ich 4 Monochrom-Looks und 4 Farblooks, die ich individuell über das Touch-Display auch noch anpassen kann. Sowohl über die Einstellräder, das ist anpassbar, als auch erstmalig über das Touch-Display. Das heißt, ich kann mir meine eigenen, ich sag mal, analogen Filmlooks auf der Kamera abspeichern, und wenn ich einen Einzelwert zurücksetzen möchte, also entweder Sättigung, Vignette oder Gradation oder auch alles zurücksetzen möchte, dann geht das, indem ich die OK-Taste kurz festhalte, während ich auf dem Einzelwert bin oder aber direkt auf dem jeweiligen Look. Wir haben einen 5-Achsen-Bildstabilisator eingebaut. Es gibt hier an der Seite einen kleinen Blitz, den ich manuell über die Blitztaste ausklappen kann zum Blitzen. Wir haben den BLS50 Akku, den ihr aus der EM10 Serie kennt. Hier unten ist auch das Speicherkartenfach untergebracht, also da, wo das Akkufach ist, ist auch das Speicherkartenfach. Wir haben auf der Seite hier einen HDMI-Anschluss, Micro-HDMI und einen Mini-USB-Anschluss. Stimmt nicht, Micro-USB-Anschluss. Und der Micro-USB-Anschluss dient dazu, dass man den Akku über die Kamera laden kann. Es wird, glaube ich, auch gar kein Ladegerät mitgeliefert. Genau, es wird kein Ladegerät mitgeliefert, wenn ich richtig mich an den Packungsinhalt erinnere. Und ich habe die Packung nicht dabei. Das heißt, ich kann mit einem USB-Kabel und einem Netzsteckeradapter auf USB-A die Kamera laden. Oder eben ich in meinem Fall hier bei so einem Roadtrip über Island am Zigarettenanzünder mit einem Ladekabel kann sie geladen werden. Der gesamte Ladevorgang dauert wohl 4 Stunden, wobei ich sie einfach mal rangehangen habe, wenn sie nicht benutzt wurde. Natürlich hat sie Wi-Fi und Bluetooth. Das heißt, ich kann die Kamera mit der OiShare-App fernsteuern, aber auch Bilder sehr schön übertragen, was sehr schön ist. Oben auf dem Hauptwahlrad haben wir Dinge, die bisher bei den P
Pen-Modellen nicht so vorgesehen waren. Zum einen den Bulb-Modus, also B wie Bulb. Da kann ich mir die Lifetime- und Life-Composite-Geschichten aufrufen. Wir haben natürlich einen Art-Filter-Modus, den ihr schon kennt. Wir haben den Szenen-Modus, der auch bekannt ist, wo ich eben mir die unterschiedlichen Szenen aussuchen kann. Für diejenigen, die sagen, ich brauche etwas Vorkonfiguriertes, die werden da sicherlich glücklich werden. Und dann gibt es den Advanced-Foto-Modus, den AP-Modus, den es auch schon bei der EM10 Mark IV gibt, wo ich eben zum Beispiel mir Panorama aufrufen kann, aber auch die Langzeitbelichtungsmodi, Doppelbelichtung und so weiter. Alles, was ich im Advanced-Foto-Modus schnell erreichen möchte, gibt es dort oben. Jetzt schauen wir uns ein bisschen Content aus Island an, Fotos und Videos, die mit der Kamera gemacht worden sind. Und dann sehen wir uns nochmal kurz wieder mit einem kleinen Fazit. Zuerst bekommst du hier mal ein paar Vorab-Eindrücke von der Insel mit dem Eis, dem Vulkan und dem Wasser. Das Gletscher-Schmelzwasser ist wirklich nichts für Weicheier. Alles mal einmal zurück. Wir starten mal ganz vorne. Wie gesagt, die EP7 war mein Daily Driver. Ich habe sie die ganze Reise über im Alltag benutzt. Unter anderem habe ich während meiner Quarantäne auch Panoramen mit der EP7 geschossen. Und natürlich habe ich auch die Filmlooks, die Looks, die Farblooks, die Schwarz-Weiß-Looks ausprobiert. Direkt nach der Quarantäne habe ich mich aufgemacht zum Vulkanausbruch. Alle Fotos, alle Filmschnipsel sind entstanden mit dem EZ-12-42, dem Pancake-Kit-Objektiv zur EP7.
allerbeste Aussicht auf den Seljalandsfoss bin ich der Produktpräsentation zur EP7 und zum neuen M2 EQ 8 bis 25 im Auto gefolgt. Nach Beendigung der offiziellen Quarantäne und auch nachdem die Teilnehmer angereist waren, ging es so richtig kreuz und quer über die Insel. Haifoss, der dritthöchste Wasserfall Islands, ist besonders, wenn es ein bisschen bedeckt ist, so ein bisschen moody ist, immer einen Besuch wert. Die Farblook-Einstellungen der EP7 haben ein Übriges zum Bildlook beigetragen. Aber auch Schönwetter kann die Kamera. Hier am Jöckelsalon, erster Tag unseres Besuchs an der Gletscherlagune bei allerherrlichstem Sonnenschein. Kleinen Offroad-Fahrt ins Hochland kamen wir dem Gletscher verdammt nah. Überall versuchen Pflanzen und Blumen die kurze Sommerperiode zu nutzen. Die vier vorprogrammierten Schwarz-Weiß-Looks erinnern mich absolut an wirklich echte Film-Looks. Richtig, richtig schön. Unlike
Fazit auf, bevor die Reise zu Ende ist, aber ich habe schon jetzt, lass mich überlegen, 8 Tage mit der Kamera intensiv fotografiert und gefilmt auch. Also, für wen ist die Kamera? Ich glaube, die Kamera ist für all diejenigen, die Technikenthusiasten sind, die mehr wollen als das Smartphone, die trotzdem auf die Konnektivität nicht verzichten wollen, die sagen, ich möchte schnell einen Look haben, ich stehe auf was Edles, was Kompaktes, was Kleines, was ich in der Hosentasche tragen kann, was ich rauszaubern kann und dann zu einem guten Bild kommen kann. Für diejenigen ist die Kamera die richtige. Diejenigen, die auf Style stehen, die sagen, ah, ich mag es, wenn das Ganze gut aussieht. Ja, es gibt die Kamera in Weiß und in Schwarz. Diejenigen, die sagen, ich mag es, wenn das gut aussieht, die sind sicherlich auch richtig. Und die so ein bisschen technikverliebt sind und so weiter, die kommen sicherlich auch nicht zu kurz. Das heißt, ich glaube, so die klassischen weiblichen Blogger und Bloggerinnen und Reisende, die irgendwie so vielleicht Mitte 30 sind oder sowas, die sind bestimmt nicht verkehrt aufgehoben mit der Kamera. Aber auch die stylischen Typen, die sagen, Achtung, ich möchte zusammen mit meinen Boots und der zu kurzen Jeans in meiner Pockettasche aber schnell eine Kamera rauszaubern können, mit der ich ein richtig geiles Foto machen kann, auch die sind sicher gut damit aufgehoben. Was ist mir so aufgefallen auf dieser Insel? Als erstes ist mir aufgefallen, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Ich habe sehr oft versucht, durch den elektronischen Sucher zu gucken, weil ich eben die Olympus UMD-Kameras gewohnt bin. Den Sucher hat sie natürlich nicht, sondern sie hat einen klappbaren Monitor, der hier nach oben klappbar ist und auch nach unten, damit ich eben ein Selfie machen kann. Das ist alles wunderbar, aber einen Sucher gibt es nicht. Das unterscheidet sie ohne jeden Zweifel natürlich auch von den UMD-Modellen und damit auch deutlich von der EM10 Mark IV. Dafür ist sie natürlich ein bisschen kompakter. Sie ist vielleicht auch noch ein bisschen stylischer, muss man ganz klar sagen. Sie sieht so ein bisschen schicker aus. Und es gibt auch noch so Lederpouches, wo ihr dann so eine Old-Fashioned-Lederhülle drumherum machen könnt. Guckt euch einfach mal auf der Newsseite von Olympus um. Da findet ihr alles, was ihr wissen müsst, denke ich. Bildqualität über jeden Zweifel haben. Ich habe nur JPEGs geschossen. Das heißt, alles, was ihr gesehen habt, sind JPEGs out of cam, weil ich eben den Bildmodus hier häufig benutzt habe und mir auch so einen Bildstyle so ein bisschen immer wieder zurechtgelegt habe, je nach Situation und auch ein paar verschiedene einfach ausprobiert habe. Ich habe also nur JPEGs geschossen, auch in Ermangelung der Tatsache, dass es keinen RAW-Converter für die RAWs hier raus gibt, zu dem Zeitpunkt, wo ich hier den absoluten Prototypen teste. Und ich glaube, das ist deutlich geworden, dass die wirklich richtig geil sind, die JPEGs. Und ich könnte mir vorstellen, mit der Kamera wirklich dauerhaft sehr viel JPEG zu fotografieren, weil die Möglichkeiten, die Farbstile anzupassen, gefällt mir wirklich sehr. Wenn du Fragen hast zur Kamera, wenn du sagst, ah, mich interessiert Folgendes oder ich habe auch eine EP gehabt, eine EP5 zum Beispiel, und ich würde gerne mich darüber austauschen, dann schreib es super gerne in die Kommentare. Wenn hier irgendwas nicht klar ist zur Kamera, kannst du es auch gerne reinschreiben. Sowohl ich als auch die Kollegen von Olympus werden sicherlich hier unter auch einen Blick drauf werfen. Ich wünsche dir auf alle Fälle eine ganz, ganz gute Zeit. Ich gehe jetzt weiter hier über die Insel zusammen mit ein paar Fotofreunden und entdecke weiter die Insel. Und dich lasse ich jetzt hier auf YouTube erstmal alleine. Vielleicht magst du dir das nächste Video angucken, denn heute ist ja auch das niegelnagelneue M2 Eco 8-25 vorgestellt worden. Das Video findest du jetzt hier oben nochmal in der Infocard verlinkt. In diesem Sinne, gute Zeit und auf bald. Mach's gut und bis dann. Tschüss, tschüss.